So, hallo, wir machen weiter bei Evil Conquest 2 und das letzte Mal haben wir ein bisschen nostalgisch über alte Let's Player geredet und dabei rumgefällt. Aber oh, das sind die Special World Koopas. Genau. Hey, hey. Ach, und das sind... Ah, oh, ich hasse diese Viecher, die ich nicht töten kann, die immer wieder kommen. Ah, geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Okay. Das heißt, mit denen muss ich hier leider... Ja, hi. Leben. Wow, okay. Ich muss auf die Decke gucken. Ich hab das verstanden. Message ist angekommen. Da habe ich jetzt auch noch... Decke. Ich habe das ganz verschlafen. Ich wollte das eigentlich noch ändern. Dass die Blöcke, die runterfallen, noch eine andere Farbe haben. Stimmt. Das habe genau. Ich gerade noch geändert. Das wollte ich eigentlich vorher schon gemacht haben. Ah, okay. Ja gut, aber nach dem zweiten hat man es dann, glaube ich, auch gelernt. Also auch ein Cronin hat es dann gelernt. Schauen wir mal, ob ich den nächsten Block erwische. Oder ob jetzt gar keiner mehr kommt. Das wäre natürlich auch interessant. Ja. Übrigens, dieses Level hat auch wieder eine tolle Anekdote. So wie fast jedes Level eigentlich. Wurde auch wieder für einen Contest gemacht. Genau. Richtig. Und zwar für den SMW-Contest von Mauls. Ich wollte gerade sagen, das war schon, aber nein, das ist einfach nur hier. Entschuldigung, ich wollte nicht rein. Mauls einen mysteriösen Contest gemacht. Mit dem, ja, man sollte halt. Das Thema war mysteriös. Ein mysteriöses Level machen. Mhm. Und dann konnte man das so auffassen, wie man wollte. Mhm. Und wir beide haben das halt so gemacht. Beziehungsweise einer von uns beiden. Jetzt ist es ein Swamp. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall ein mysteriöses Level. Ich finde es sehr schön. Also es ist, Es hat eine echt coole Atmosphäre. Das ist auch einer der... Ich finde, das ist einer mit der schönsten Level in dem Hack. Vor allem noch zusammen mit dem, was du davor gerade gespielt hast. Ja. Von der Palette her zum Beispiel. Also ich mag ja auch das ich muss in auch der sagen, Wüste. So farblich das, und so finde ich das gerade enorm schön. Das ist sehr, sehr... Und in der letzten Welt kommen noch ein paar Level, die ich finde, die visuell, wo wir das gut gemacht haben. Oh Gott, was tue ich? Ja, da kommen noch einige großartige Gimmick-Level, finde ich. Das ist jetzt nicht so gut. Also echt sehr coole Gimmick-Level kommen noch. Wait, ich hatte gar keinen mit. Doch, ich hatte einen Midway-Point, ne? Da oben war der. Genau. Ah, dann muss ich da einen kurzen Save-State setzen. Also die Contest-Videos von Maus kann ich sehr empfehlen. Da sind echt lustige Level bei. Ja. Ah, da war wieder eine. Level von unserem Erzrivalen Gossen Gustav Geldgeil Gassengeher. Und von dem Typen. Von den Namen habe ich schon mal gehört. Den Namen habe ich schon mal gehört. War das auch einfach ein SMW-Hacker oder was? Genau, es war ein SMW-Hacker. Der hat halt, ja, weiß nicht so gut Level gebaut. Mein Gott, was ich lerne. Der Typ ist privat echt ein Arschloch, also. Wo hab ich denn den Namen schon mal? Wahrscheinlich, weil er einen anderen Hack-Contest mitgemacht hat oder so, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Ja. Aber war dann früher auch schon praktisch aktiv, weil der Name auch sagt mir was. Ich weiß nicht woher. Der Name, ich. Wahrscheinlich habt ihr den einfach schon öfter erwähnt, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, wir müssen den jetzt öfter erwähnt haben, aber der war schon ein paar Mal. Ja, bei so Contest dabei. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja. Sind sonst eigentlich was glaubst noch du, wer alte Hacke aktiv, die man so kennt? Also, wer fällt mir denn spontan alles ein? Also, Mauls hat jetzt nochmal angefangen, ein bisschen was zu machen. Also, meinst du jetzt speziell, sag ich mal, deutsche Hacker oder? Ja, so als praktisch so Hacker, die man zum Beispiel auch mal bei Emero gesehen hat oder keine Ahnung. Also ich kann jetzt halt nur schon mal von den Leuten aus die Konfi sagen, Tob macht halt immer noch was. Mhm. Mauls macht zwischendurch mal, arbeitet an der kleinen Sache, die er im Laufen hat. Wir beide halt. Robju sagt von sich selber, er macht in der Magic auf und schließt es dann wieder. Grüße geht raus an Robju an der Stelle. Stimmt, wir haben Robju genau, im letzten Part gar nicht gegrüßt, glaube ich. Verdammt. Doch, dann haben doch, wir doch, doch, haben wir, haben wir, okay. Ich bin mir sicher, ja. Es geht ja nicht, dass wir einen Part ohne Robju groß haben. Das geht nicht. Dann,
Reggie und Patrick, die, beziehungsweise jetzt mittlerweile, glaube ich, gerade er, Patrick, macht noch an einem Teamhack, den der halt von Leuten aus die Konfi gemacht wurde, der macht den noch zu Ende. Genau. Wir haben dann noch irgendwie ungefähr 25 Level waren das, meine ich. Ja. In einem extra Teamhack nochmal zusammengebaut. Da waren unter anderem auch Lux und auch halt in dem Fall ich noch dran beteiligt. Aber auch Patrick, Tob. Dann noch jemand namens Fatze. Grüße gehen raus an dich. Und habe ich jemanden vergessen? Reggie, genau, Reggie. Reggie. Ja, Reggie hat da einige Level für gemacht. Genau. Ich meine, das wären alle gewesen, oder? Okay. Mal schauen. Ja. Und wir haben halt, wie gesagt, noch einen Teamhack vor Jahren gemacht. Das war noch vor Evil Conquest 2, meine ich. Haben wir sogar angefangen. Oder während Evil Conquest 2. Eins von beiden. Ja. Und ja, wir hoffen mal, dass der noch irgendwie bald fertig wird. Da sind ein paar schöne Level bei. Ein paar nicht so schöne. Aber wäre schon schade, wenn er nicht rauskommen würde, glaube ich. Da bin ich mal gespannt. Und sonst, ich weiß noch von halt Leuten, sonst die halt auch auf SM Central aktiv sind. Ja. Die zumindest Deutsch sprechen, ist halt dann Stevie Boy und hier Mario Fangamer. Genau. Genau, Stevie ist ja noch aktiv. Wir können noch was hier bauen aktuell. Aber ich hab's mit den Namen, ich hab sowieso immer die und ich kann mir den mal nehmen. Jop, der ist doch glaube ich sogar ASM-Mod. Macht noch Vampir was? W4 und B3? Ja, ich glaube der macht alle 6 Monate mal was. Ja. Aber genau, White Yoshi, der macht noch an seinem Hack, den oder er David, 10 Jahre macht. Macht der ja immer noch weiter. Der ist halt auch sehr eindrucksvoll, aber er braucht dafür auch dann halt immer lange. Was hat der denn zuletzt gebaut? Also der macht diesen Mario Seasons Hack, wo er halt auch die ganzen Grafiken selber macht und die 1000 Custom Sprites für Code und alles. Also der ist schon sehr eindrucksvoll, aber ich weiß nicht, ob der, also der wird wahrscheinlich irgendwann rauskommen, aber das dauert noch seine Zeit. Oh, was tue ich denn? Okay. Schön mit Safeset arbeiten, weil ja, ich nur noch. Das kann auch dauern. Aber ja, okay, interessant. Aber ich weiß halt von vielen Leuten, dass die momentan oder halt generell nichts mehr machen werden. Ja. So, mir fallen jetzt halt so spontan Namen ein wie Passi oder The Buzz IP. Ja. Der ist halt aktuell eher in der Rocket League-Szene als Caster. Genau. Das stimmt, der ist da. Unterwegs ja. Und moderiert dort. Oder nicht moderiert, sondern er kommentiert. Ja, gute ESL-Spieler. Und Spiele. Genau, dann haben wir noch Leute wie Shizufuzu, die machen momentan nichts. Und spielen eher Spiele wie League of Legends, glaube ich. Vielleicht aber noch Mario Zock oder Zioplay. Der macht auch nichts mehr. Und hat auch nicht mehr vor, was zu machen. Ich meine, Erik9333 macht noch was. Genauso wie Appius Freethacker. Genau, ich würde es gerade sagen. Ah ja, der hat auch so krasses Level Zeug immer gebaut, ja. Pit-Level. Stimmt. Genau, das hat sich nicht verändert. Den ja, da ist immer noch aktiv wieder ja. So. Ja, also, falls man den noch kennt, Bro-Dude macht so aktuell eher Super Mario 64 Hacks. Genau, der macht Mario 64 Hacks. Wie hieß ja, denn der? Sagt, so. Jetzt komme ich nicht drauf. Appius Freethacker. Oh Gott. Ja, NGB wie gesagt, hier. Oder so? NGB, der, von dem habe ich auch ewig nichts mehr gehört. Ich glaube, der ist auch weg. Das letzte, was ich gehört habe von dem, war, dass der halt zusammen mit Patrick das Super Mario World Hacking Turnier, wovon wir schon zweimal gesprochen haben, moderiert, also nicht moderiert, sondern geleitet hat. Mhm. Hat halt die Level bewertet. Ja, Level bewertet. Ah ja. Von dem habe ich aber auch nicht mehr leveltechnisch was gesehen. Genau. Ja gut, Sariel baut nach wie vor an seinem Kaizo-Hack, soweit ich das weiß. Grüße gehen raus an Sariel. Habe ich schon mal gesehen. Ich meine, du hast auch mal was von dem Let's Play, oder? Ja, einiges. Der ist auch immer mit dabei in den Aufnahmen gewesen, ja. Meistens. Ja, genau. Doch, das was ich jetzt halt interessant finde, ist, dass dadurch, dass halt Mario Maker so eine große Sache war, beziehungsweise ist, die Leute, die halt da bekannt sind, die spielen halt auch schon mal SMW-Hacks und diese, also was halt finde ich jetzt immer öfter auf,
passiert ist, dass irgendwelche Hacks für so große YouTuber oder Streamer gemacht werden und die dann auch wirklich aus dem Nichts irgendwelche total krassen Sachen hinbekommen. Ja. Wie ja, dieser, gut, diesen spanischen Hack da oder portugiesisch. Ah ja, ich weiß, welchen du meinst. Mit den Custom-Bossen, oder? Ich glaube, den hast du auch gespielt. Ich habe so einen spanischen Hack gespielt. Mit dem Hund am Ende. Mit dem Hund und der Kamera. Ja. Das war so ein Kamera-Boss und so eine Story da. Die halt technisch mega aufwendig sind und eindrucksvoll sind, aber dann irgendwie, wenn man sich dann anguckt, also die halt den Hauptteil ihrer Qualität dadurch gewinnen, dass sie irgendwelche Insider von diesen... War das Aventura Zalabayas? Oder war das... Genau. Ja, das war das. Ja, der Boss war krass. Kann sein, dass es der war. Das ist halt so, die sind eindrucksvoll, aber ich würde sagen, in den meisten Fällen nicht wirklich gut. Ja, der, da hat man halt dann die Möglichkeit, so mega krasse Sachen zu machen und dann macht man sowas. Das ist so ein bisschen wie bei Brutal Mario. Das ist halt eindrucksvoll, wie die Bosse alle aufgebaut sind, aber der Hack an sich ist halt echt nicht schön. Ja. Ja gut, aber Brutal Mario war ja jetzt auch in der Zeit, da war das wiederum, was Brutal Mario geboten hat, schon cool. Ja, natürlich. Aber Brutal Mario war halt auch eher, ich glaube, so war eher so eine Tech-Demo von, wie hieß er noch, der das gemacht hat, Carol. Genau. Das war eher so eine Tech-Demo von Sachen, die er machen kann in SMB. Ja. Aber daraus ist dann halt einer der zu der Zeit am meistgespielten Hacks geworden. Ja, das stimmt. Weil er halt so viele Sachen gemacht hat. Auch. Richtig. Ja, technisch ist er eindrucksvoll. Weil da sind halt immer noch Sachen drin, so die macht man heute nicht so einfach. Da sind immer noch übelst krasse Custom-Bosse drin, ja. Der bleibt auch, also. Der muss auf jeden Fall Technik anwenden, wie Flat Screens. Aber gut. So, wieder Midway Point, jetzt mal mit Normal Exit. Genau, in diesem Level hatten wir ein Power-Up oder einen zu einem Ninji gemacht hat. Okay. Und damit konnte man dann halt an Wänden hochlaufen. Okay. Deswegen, das musste dann auch nochmal ein bisschen geändert werden. Weil das, wie schon gesagt, dann nicht mehr geupdatet wurde. An Wänden kann ich bisher nicht laufen. Aber ich will gar nicht hin. Kleiner Funfact, man kann das Level mit der Ninji-Transformation, so wie es halt damals aussah, noch als SMW Custom Level Video auf meinem Kanal sehen. Das habe ich nochmal extra hochgeladen, damit man euch das anschauen kann. Nein! Wie es damals aussah. Genau. Wir hatten noch eine weitere Transformation. Das Level ist aber nicht mehr im Hack drin, weil das auch ohne Transformation nicht spielbar ist. Ja, das war sehr witzlos ohne die Transformation. Genau, und zwar hatten wir da eine Fledermaus-Transformation. Mhm. Kann man sich so vorstellen, wie so ein bisschen wie bei Flappy Birds, von der Art und Weise, wie man springen kann. Mhm. Ja, man fliegt halt als Fledermaus durch das Level. War halt nicht so gut umsetzbar ohne Transformation am Ende, deswegen war das Level halt auch nicht mehr da. Aber es ist auch auf meinem Kanal zu finden. Das Einzige, was da halt vielleicht, glaube ich, noch funktioniert hätte, wäre das als Pi-Balloon-Level zu machen, aber der ist halt langsam. So. Genau, richtig. Okay. Und nicht jeder mag es zu warten. Grüße gehen raus an Robby an der Stelle übrigens. Ja, da kannst du mich auch grüßen. Ich hasse auch. Ja, Grüße gehen raus an Robby. So, jetzt machen wir das aber hier richtig. So. Ich muss doch einfach nur in die Röhre, anstatt in das Schlüsselloch reinzugehen. Meine Nerven. Oh, das sind wieder unendlich Blöcke. Dann schießen wir den erstmal weg. Genau. Und gehen weiter. Nur für den Fall, dass man das irgendwie versorgen könnte, die Stelle. Ach so, ich habe gerade gefragt, was ich tun muss. Ich muss das auslösen. Richtig. Das Level hat schon wieder so eine andere Länge. Es könnte von Dark sein. Danke. Ja, also das ist von mir. Okay. Ja, es ist so dieses... Genau. Das Gefühl, das Level könnte bald aufhören und es hört einfach nicht auf. So, ja, das war ja gerade eben von Lux der Fall. Also nicht gerade eben, sondern halt das Pyramidenlevel. Das war ja von Lux. Ja, und schon. Und da hattest du ja das Gefühl, dass das schon lang war. Schon. Genau. Du bist übrigens gerade vom Ziel gestorben, würde ich schon mal sagen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Genau. Ah. Also nochmal zu dem, dass es so lange dauert. Naja.
Oh nein, ah, ich dachte schon. Ich hab sie auf. Nee, du kannst sie nicht auscreen. Ah, das ist gut. Kannst du auch. Interessanten Stelle. Ja, guterweise nicht. Mach den Level. So. Ach ja. Da war ja was. Plopp. So, wo bin ich vorhin gestorben? Was habe ich für einen Quatsch gemacht? Du bist gerade an einem Chuck, der auf dich zugesprungen ist, gestorben. Ach ja, da oben. Bisschen weiter rechts auf jeden Fall. Hinter der Stelle hier. Uah. Mama. Uah. Also nicht sterben bitte. Hatte ich jetzt nicht vor. Genau, der da war es, ne? Weil ich zurückgelaufen genau, bin aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht warum, ja. Wahrscheinlich Angst. Nice. Aber. Ach was! Das ist kein Problem. Direkt, wie ich schon sagte, bist du kurz auf dem Ziel gestorben. Aber genau. Direkt davor wieder. Deshalb finde ich auch in Ordnung, wenn das Level halt diese Länge hat. Schieß. Okay, jetzt geht's zum Schloss und einmal in die. Ist die Röhre so Bonus oder wo führt die hin? Hm? Vielleicht einfach mal. Ah, zu einem Switch. Machen wir erst den Switch. Machen wir den noch. Ach so, du grüne Säune. Das ist so. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist etwas anspruchsvoller als der gelbe und der rote. Aber ich denke auch ganz gut machbar. Na, schauen wir mal. Denke ich. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wait, den muss ich. So komme ich nicht hoch. Ach, nee, hä? Wenn ich den jetzt da. Ach so, ich kann nämlich ja hier fallen lassen. Ja, moin. Reicht so noch nicht. Wait, was will ich? Ich will. Wofür will ich den P-Switch? Das ist nur eine Reset-Röhre. Das ist. Aber das. Ah, wait, hier ist dann wahrscheinlich ein Weg, der mit dem P-Switch geöffnet wird. Okay, nochmal zurück. Vielleicht. Dann will ich dieses Wingboard. Hä, bin ich dumm? Jetzt habe ich ja hier oft. Ach so. Nee. Das reicht noch nicht. Moment. Halt dir jetzt noch auf, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe den noch oft noch gar nicht gesehen. Ja, moin. Grüße gehen auch an Rob in der Stelle. 20 Minuten oder was er gebraucht hat. Den sollte ich vielleicht auch mal drücken. Das wäre vielleicht schlau. So, jetzt ist hier das rosane Ding wieder an. Ich glaube, du hast den sogar schon mal gedrückt. Hab ich? Ja, weil die Blöcke ja weg müssen da, damit du da durchkommst. Das habe ich jetzt eigentlich wieder falsch gemacht. Ich habe schon wieder irgendwas falsch gemacht. Ach, das macht das hier auf. Ah, das habe ich gar nicht. Ich habe nicht realisiert, was der macht. Ups. Dann passt ja die Geschichte. Dann geht's ja jetzt. Ach so, jetzt kann ich dann das Ding ja wieder mit rausnehmen. Muss ich die gelben? Nein, ich muss die blauen gedrückt lassen. Jetzt habe ich ja jetzt. Ja, ich muss den. Das war ja richtig so. Lux, siehst du auch gerade die Show? Yep. Oh. Okay, optimal. Ach, das ist nicht optimal. Cool. Man hört ja, wo du bist. Ja. Wieso sind die jetzt. Ja. Hä? Vorhin war der doch auch aus. Ach, sind glaube, das sind auch on-off-Blöcke. Das sind noch Nachblöcke, wenn du gerade an der Stelle bist. Dann drücke ich den jetzt wieder. Achso, das sind nicht die Farb. Ja, okay. Und jetzt fällt es runter. Moment, es ist ja aufgescreent jetzt, oder? Springboards kannst du nicht aufscreen. Die bleiben. Dann ist jetzt da drauf gefallen, oder wie? Hä? Das ist gerade. Genau. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, ich gehe mal zur Reset. Du brauchst das vielleicht. Tür. Das war auch nicht ganz, was ich wollte. Tatsächlich. Ja, dafür hast du die Tür. So, wir kriegen das hin.
Genau. Aber ich könnte mich ja einfach wahrscheinlich mit einem Wallgrab in die Röhre reingrappen. Nein, machen wir nicht. Ja, natürlich kannst du das machen. Also, wenn du das erschaffen willst. Nee. Ich verzichte. Ja, aber du kannst es gerne machen. So. Ja, aber letztens noch ein Level gefunden mit einem vierfachen Springboard Grab, wenn du das mal spielen möchtest. Nee. Hat er schon mal gespielt. Hat er das schon mal gespielt? Hab ich. Ja, ja, das war in den Content drin mal. Aber das hat er nicht lange gespielt. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass ich das nicht lange gespielt habe, Mensch. Cool. So, warum lösen sich denn jetzt gerade? So. Sind ja zum Beispiel die roten Dinger da hinten. Hä? Wieso war das denn vorne offen? Was habe ich denn anders gemacht, dass das vorne offen war? Ja, ach, das waren die on offen, immer noch die on offen Blöcke. Guten Morgen. Ja, das waren die on okay. Und hier will das andere Springboard rein. So. Genau. Jetzt ist doch alles richtig. Jetzt muss ich nur noch wieder an das Springboard rankommen. Ach so. Mehr musst du nicht tun. Dann kann es doch einfach da hoch. So, jetzt mache ich das. Ah, jetzt sind die Blöcke wieder. Jetzt komme ich wieder nicht an die Blöcke ran. Bin ich denn dumm? Puzzle-Level. Jetzt komme ich hier wieder nicht durch. Wait. Es muss ein. Ich habe das jetzt ja gar nicht ausgenutzt, dass ich da oben durchlaufen kann. Das muss ich ja auch noch ausnutzen können. So, jetzt sind die aus. Was glaubst du eigentlich, wer dieses Puzzle gebaut hat? Ich würde jetzt auf Dark tippen. Ich glaube, das ist baut kein Puzzle, aber. Boah. Weiß es nicht. Vielleicht baut Lux auch Puzzle. Ja, macht er auch. Okay. Aber nicht so Moment, viel. Jetzt passt doch die Geschichte. Jetzt ist das hier aus. Wie sagt das vorne? Was habe ich denn vorne für Quatsch gemacht? So, und jetzt kann ich einfach zurücklaufen. Oder ist jetzt irgendwas im Weg? Nee. Okay. Aber das war's noch gar nicht. Ich glaube, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, ist dieses Level sogar in einem Zug oder während einer Zugfahrt entstanden. Ich habe da nämlich mein Surface mitgenommen und habe das dann unterwegs gebaut. Ah ja. Sehr spannend, okay. Oder? Ja, doch. Aber ich wollte es mal gesagt haben. Huch. Bevor ich es vergesse. Aber ich meine, das wäre so gewesen. Auch wieder recht spät entstanden, das Level. Halt, da ist eine Shell, die sehe ich jetzt erst. Aha, wait. So, jetzt komme ich an die Shell ran. Mhm. Und dann kann die Shell hier mit dem richtigen Time. Das wollte ich nicht. Wait, vielleicht wollte ich das doch. Hey. Jetzt kann ich nämlich hier rein. Jetzt ist hier ein P-Switch. Jawohl. Hilfe! Jetzt ist das hier unten offen. Jetzt kann ich sterben. So. Jetzt kann ich hier runter. Und kann die Münzen da wegmachen. Kann hier durch. Und bin fertig. Jawohl. Oh, das war's schon. Ja, das war's schon. Yay. Ich sag, sehr schön. Ein bisschen anspruchsvoller als der rote und der gelbe. Im ersten Raum habe ich mich mehr angestellt. Ach, lief doch alles. Aber schön, alles schöne Puzzle. Danke, danke. So. Dark Blue Moon. Jetzt gehen wir noch in das Schloss. Was wahrscheinlich das letzte Level von Welt 5 ist. Genau. Ja. Magma Dings Factory irgendwas. Wait, kann ich auf dich drauf? Ja, es sind die ganz normalen Feuerdinger, ne? Und mit einer Aura außenrum. Ja. Okay. Du hast sie verändert, oder? Genau, ich habe die Grafik nochmal verändert, dass man die besser sehen kann. Ja, die war mal vorher rot. Die waren dunkelrot. Das war da nicht so schön. Ah, verstehe. Kann man die nicht so gut sehen. Aber jetzt sind die einfach blau. Ja, die sieht man blau und nochmal kreist doch rum, jetzt sieht man die. Tschüss.
Da war ein Ausrufezeichen drin. Uff. Was dich gewarnt hat. Uff. Da bin ich leicht erschrocken. So, jetzt gehen wir hier direkt durch. Keine Lust hier zu warten. Nein! Das war nicht das ganz direkt, was ich wollte. Ich könnte die Shell mitnehmen. Ich könnte die Shell mitnehmen. Ich könnte es auch lassen. Auch nochmal an der Stelle an die Zuschauer, wie ich schon mal gesagt habe, wenn euch irgendwas auffällt, was euch nicht gefällt, dann... Ach, das Ausrufezeichen! Ich habe das nicht gesehen. Natürlich. Jetzt teilt uns das gerne mit und wir versuchen es zu ändern. So, nur nochmal jetzt keine Erinnerung. Falls halt Bedarf besteht. Ist ja aber auch nicht notwendig. Ja, Kritik ist immer erwünscht. Außer genau, sehr gerne. Nein, Ich kritisiert Colin. Grüße gehen raus am Rock in der Stadt. Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt ein guter Moment. So. Um den Meister der konstruktiven Kritik zu grüßen. So, nein, alles gut. Hilfe! Hey, oh Gott! Das ist ein bisschen unsicher. Kopf, siehst du hier irgendwo Bowser-Statuen oder Lotus-Pflanzen? Du weißt Bescheid. Okay. Waren da wohl welche? Du hätte. Nee, nee. Alles gut. Okay. So, weiter geht's. Ah, am Anfang war auch schon so ein Ausrufezeichen. Ich weiß schon Bescheid. Ja. Das zeigt nur an, wo diese Feuersäulen nach oben gehen. Ja, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Die sind ja richtig winzig. So, jetzt aber hier einfach durch und Pilz holen. Oh, okay. Ich habe den Pilz schon wieder wegfallen sehen, aber da ist er noch. Jetzt ist er weg. Warum verliere ich denn immer so schnell? Lux, hast du nicht inzwischen schon mal nachgefragt, ob du eine Lösung gefunden hast für diesen gelben Switch-Block-Bug? Hab ich noch nicht nachgefragt. Okay, da steht noch von so. Hä, wie komme ich da hoch? Kann ich einfach hochspringen? Achso. Mhm. Das hat sich irgendwie nicht so angefühlt, ob ich da hochspringen könnte. Aber ich kann. Good to know! Das erklärt natürlich dann, wie die Stelle funktioniert. Wir könnten alternativ auch die Plattform ein bisschen nach unten setzen, glaube ich. Nee, wenn man hochkommt, ist ja... Wenn das hilfreich wäre. Nee, wenn man hochkommt, ist ja alles okay. Ich habe mir nur nicht... Boah, was? Ei! Mach ich denn? Ich sollte einfach weniger reden. Ich sollte einfach euch reden lassen und selber spielen. Das ist ja das Gute, wenn man Leute dabei hat. Ja, und dann springt man sofort ins nächste Loch rein. Okay. Konzentration. Gar kein Problem. So. Nicht so hektisch. 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 Los. Nice. Jetzt kann ich die abschießen. Yes. Blöde Mistmannschaft hier. Weg mit euch! Weg mit dir! Weg mit dir! Mist. Ah, wir kommen endlich weiter. Okay. Bis zum Midway Point, bitte. Voran. Bis zum Midway Point. Midway Point! Du schaffst das. Midway Point! Midway Point, Hilfe! Nein, Stress, Stress. Gib mir Midway Point. Nein! Gib mir Midway Point. Der kommt das ist der Midway Point. Nice. Das ist der Midway Point. So, stirb. Mistviecher. Nein. Das kam höher als ich dachte. Da
Dabei hätte ich mir denken können, wie hoch die gehen. Ich habe die ja schon ein paar Mal gesehen. Was ist da drüben eigentlich? Noch wahrscheinlich nur ein Kristall oder Eier. Genau, ein Kristall. Alles klar. So, dann wissen wir jetzt, wo der Pilz kommt. Bis dahin erstmal durchhalten. Da ist der Pilz. Zweimal an der gleichen Feuersäule sterben ist auch dezent ungut. Nehmen. So. Geht doch. Jetzt spielen wir das bis zum Ende durch, das Level. Und dann kann man den Part auch in Ruhe beenden. Habt ihr mittlerweile wieder keine weniger Diashow oder ist es immer noch so? Es geht besser als im Switch Palace. Ja, besser als im Switch Palace, aber. Okay. Genau. Aber nicht optimal. Ja. Optimal ist es bei weitem nicht. Hm. Aber das ist ja kein Problem. Mich wundert es nur, wenn es ein bisschen mehr. Wenn es beim letzten Mal besser. Nicht schon wieder. Aber dann wäre es schön, wenn wir es wieder so hinkriegen würden, wie es beim letzten Mal war. Aber gut. Weiß nicht, an welchem Faktor das jetzt liegt. Ob es bei mir was ist oder jemand hier im Haus zu sehr im Internet ist, der das letzte Mal nicht im Internet war oder keine Ahnung. Kann alles sein. Pilz! Gib mir den. Will ich da rein? Will ich da rein? Nein. Also wollen ja, können nein. Lass mich in Ruhe. Dauert mal ein Leben. Und das, der Nicht-Boss. To Mario's dismay, the artifact hidden in the magma manufactory was already taken. Es ist weg. However, it seems to be just one piece that leads to omnipotence. Can Mario get the other piece in time? Oh, es geht weiter. Ach nee. Jetzt du willst. Wir sind einfach vom Dach aus in den Wald geflogen und gehen jetzt aber durch eine Röhre in den Wald rein. Das ist auch interessant. Ja, klar. Hui. Und auf eine Röhre. Okay. Wo es anscheinend ein Geisterhaus gibt. Poltergeist heißt es auch noch. Ja gut, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Und bis tschüss. Dann.